MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ultimate Team. Ja, machen wir weiter mit dem Goldpokal. In der letzten Folge hat ja unser Gegner leider das Spiel vorzeitig beendet bei einem Stand von 2:0. Wir haben das Spiel locker flockig nach Hause gefahren und jetzt geht's ins Halbfinale. Ich bin nur noch kurz am Überlegen, mit welchem Team denn. Bei dem Team passt von der Fitness her immer noch alles super. Vielleicht mit dem Pace-Team mal spielen, mit dem Fun 2, wobei ich mit 3-5-2 einfach ums Verrecken nicht klarkomme. Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite, habe ich euch ja noch gar kein Match mit diesem Team gezeigt. Ich spiele mit diesem Team einfach mal. Komm, versuchen wir mal mit diesem Team hier was zu erreichen. Vielleicht ziehen wir ja ins Finale ein. Das wäre natürlich toll. Ich hoffe, ich kriege keinen unangenehmen Gegner. Ich glaube, der spielt mit einem Gast. Ne, er geht wieder raus, okay. Ich mag das nämlich nicht so gern, wenn ich gegen jemanden spiele, der mit einem Gast spielt. Es ist einfach dann leichter für ihn, irgendwelche Steilpässe und so zu machen, weil er... weil sein Kumpel sich dann zum Beispiel besser freilaufen kann, während der Computer zum Beispiel voll dumm laufen würde. Also ich finde es immer recht schwer, gegen Leute zu spielen, die mit einem Gast spielen. Aber es gibt natürlich auch Leute, weil sie schlecht sind, weil sie nicht eingespielt sind mit ihrem Partner. Und der Gegner hat Veliton, Pato, Palacio, Giovinco, Snyder, Team of the Season, Vidal, Chiellini, Ogbonna, Abate, Buffon, Armero. Ja, schönes Team, schönes Team. Ich glaube, der Vidal Team of the Season ist richtig gut. Mir persönlich hat er als ZDM nicht die geeigneten Arbeitsraten. Aber mal sehen, ne? Ich bin in 3-5-2 nicht so gut. Ich hoffe, dass ich trotzdem hier gewinnen kann. Ja, dann werden wir mal sehen, wie es jetzt hier läuft. Er hat jetzt Pato hier. Ah, verdammt. Boah, Glück, dass er einen Fehlpass gemacht hat. So, Snyder. Ojija Joofoe oder so. Ja, ich finde den Namen irgendwie lustig, also... Weil ich ihn einfach nicht aussprechen kann so richtig. Ojija oder so. Ojija. Hey, Zanetti, würdest du bitte passen? Ich hab doch schon gedrückt, Mann. So, er wollte gerade, glaube ich, Palacio schicken. Aber da hat mein Verteidiger gut aufgepasst. So, Muriel. Komm, Sumahoro, mach die Flanke jetzt rein. Boah, die war gar nicht mal ungefährlich. Oh Gott, Palacio. Die Flanke war gar nicht ungefährlich. Snyder? Boah, was für ein Reflex. Aber dann ist der Ball trotzdem drin. Snyder? Ja, aber der Reflex von Buffon war ja mal richtig geil. Bei mir war Buffon schlecht. Weiß auch nicht warum, aber guckt euch mal den Reflex an, ey. Alter Schwede. Oha. Da hat er sich beinahe das Bein gebrochen, ey. Aber dass der Ball dann noch reingeht, ja, war schon ein etwas glückliches Tor. Aber mir soll es recht sein. 1-0. Wieder relativ früh. In der letzten Folge war es ja auch schon sehr früh. Oh, sehr gut, Snyder. Und jetzt Pato. Oh, Abseits, scheiße. Nee, doch kein Abseits. Oh, das Tor war leer. Snyder. Schade. Ich habe gedacht, Pato stand im Abseits, verdammt. Deswegen habe ich dann die Situation nicht mehr so extremst ausgenutzt. Also ich habe dann ein bisschen lockerer gespielt zu dem Zeitpunkt. So, Zanetti gegen Veliton, ja, das ist kein faires Duell. Obwohl, Zanetti macht es gut. So, Sumahoro. Den, glaube ich, spreche ich richtig aus. Verdammt, Palacio. Sauber, Ogbonna. Also ich merke jetzt schon wieder, das ist ja seit langer Zeit mal wieder ein Pokalspiel. Ich finde, das macht einfach viel mehr Spaß. Ah!
Da hatte ich Glück. Den hätte er machen müssen. Den hätte er machen müssen, definitiv. Aber ich glaube, da war er auch total überrascht. Also, was heißt überrascht? Er hat zu viel aufgeladen, den Schuss. Da, boah, ich wollte gerade sagen, da setzt sich Ofoe durch, aber leider nicht. So, Pato. Snyder. Zanetti sieht oben. Sumahoro, schöner Pass. Boah, was für ein schöner Spielzug, Pato. Jawohl. Ey, diesen Jubel finde ich so geil. Schade, dass man dieses Herz nicht selber machen kann. Also, ja, man, das können ja nur ein paar bestimmte Spieler. Mir fällt jetzt Pato ein. Wen gibt's da noch? Keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber den Spielzug fand ich jetzt schön. Pato war eiskalt vorm Tor. Sehr, sehr frei. Und Sumahoro hat eine gute Flanke gemacht, obwohl der, glaube ich, nur so 50 Passen hat. Also 50 Flanken, meine ich. Das ist natürlich jetzt sehr bitter. Nein, ist es nicht. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr bitter für den Gegner, weil er ja kurz davor einen krassen Schuss an die Latte hatte. Ach so, 2-1 steht. Ich hab gedacht, 2-2 steht jetzt. Ja, da sieht man mal, wie verwirrt ich heute bin. Ja gut, ich führe ja noch. Dann ist ja alles in Ordnung. Palacio. Jawohl. Ich habe schon gedacht, der geht daneben. Ich glaube, das ist das erste Tor von Rodrigo Palacio oder Palacio. Für mich. Und das auch noch mit links. War ein schönes Tor. Hey. Pato sieht Palacio. Und der mit links einfach zack rein. Buffon ohne Chance. Ey, das sieht doch schon mal echt gut aus. Ich hoffe, dass wir ins Finale einziehen, aber noch läuft das Match. Ojija hat gut aufgepasst, oder Ojijo oder so. Ja, ich glaube, ich nenne den in Zukunft einfach Ofoe oder Ofoe oder so. Keine Ahnung, Ofoe klingt besser als Ofoe. Er ist auf jeden Fall ein guter ZDM, kann man überhaupt nichts sagen. Guter Preis, Silber ist er, was mich dann sehr überrascht, dass er trotzdem so gut ist. Aber es gibt halt eben so Silberspieler, die wirklich einiges drauf haben, obwohl man das gar nicht so denkt auf der Karte. Sumahoro wollte da eigentlich ein bisschen durchrennen, aber ging leider nicht. So, Snyder. Überragend guter Spieler. Ofoe, Ofoe. Pato. Komm, Pato, mach mal einen Longshot. Ah, wird geblockt. Ja, auch hier haben wir bei diesem Match wieder alles unter Kontrolle. Hey, wie geil ist das denn? Die Ecke war leider nix, ey. So, was macht er jetzt mit Palacio? Palacio. Also von Vidal habe ich noch gar nichts gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlecht ist. Ich glaube, der ist überragend gut. Der hat so bombastische Werte. Schön gesehen von Snyder. Sumahoro. Macht mal einen kleinen Longshot. Weil er ist ja... Oh Gott. Der ist ja... Okay, Freistoß, ja. Der ist ja Linksfuß und hat leider nur 3 Sterne schwacher Fuß. Aber ich habe auch schon mal ein Ding mit dem mit rechts gemacht. Also irgendwie macht mein Gegner jetzt hier komische Sachen. Riecht irgendwie nach einem baldigen Fehler. Ich weiß auch nicht, warum ich das Gefühl habe. Ich glaube, er wird bald einen Fehler machen. Komischerweise komme ich jetzt mit diesem Team. Ja, gut klar. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Pokal spiele, ja, weil in der Liga ist halt echt krass. Die Leute, die spielen halt ums Verrecken auf Sieg. Alles, was geht, nach vorne. Und natürlich ist auch da wieder Pace ein sauber... Nein, doch nicht sauber. Oh, Ofoe. Da hättest du den Ball klären müssen. Ich habe eigentlich auf B gedrückt, aber schade. Egal. Ja, natürlich ist in der Liga auch wieder das Pace ein Thema. Es ist halt so, dass... Die meisten, die da spielen, halt, die wollen unbedingt gewinnen. Und die setzen jedes Mittel ein. Da wird gesweatet, da wird gepaced, was das Zeug hält. Und beim Pokal, da geht es nicht um so viel. Es macht viel mehr Spaß, finde ich. Das erinnert mich so ein bisschen an FIFA 12 Einzelspieler bei Ultimate Team. Das fehlt sowieso komplett, finde ich. Die Idee von den Saison
von dem Saisonmodus ist ja recht nice, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mein Ding ist es nicht und ich bleib beim Pokal, macht einfach viel mehr Spaß. Und wir gehen mit 3:2 in die Halbzeit. Ist natürlich jetzt ein dummes Gegentor wieder passiert. Er hat mehr Ballbesitz als ich. Das wird jetzt geändert. Ja, dieses eine Tor hätte nicht sein müssen. Ich weiß nicht, was Ofoe da gemacht hat. Ich habe auf B gedrückt zum Klären, aber er hat irgendwie verpeilt. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall will ich jetzt mehr Ballbesitz haben als er. Das fängt schon mal an damit. Los. Schöner Seitenwechsel, aber keine gute Ballannahme von Sumahoro. Almebeck, Beast. Almebeck ist Beast. Also ich weiß nicht, wo Snyder dahin passen wollte. Ich persönlich wollte nach unten passen auf, wer ist da? Sumahoro, glaube ich. Ah, verdammt, jetzt kommt er mit Veleton. Aber auch Bonner ist eigentlich umsonst so ein Beast. Sauber. Aber ich merke, dass ich das Spiel aus der Hand gebe und das muss ich jetzt echt ändern. Da oben ist Palacio, eine schlechte Flanke. Palacio lief da echt super in den freien Raum. Habe ich auch dann gut erkannt, aber hat nicht gereicht. Eine Becky ist so ein Monster. Wie schnell er ist, das ist nicht mehr normal. Das ist echt krass. So, Zanetti. Von Palacio sieht man leider nicht mehr so viel. So. Zanetti wieder. Der ist auch sehr gut, finde ich. Und Ofoe. Guter Versuch. Bin mir gerade nicht sicher, was für einen Fuß er hat. Ich glaube, rechts oder links Fuß ist er. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, rechts Fuß ist er. Ich habe mit links geschossen. Nicht so toll. Das Spiel wird hier gerade irgendwie durch Fehler, also von Fehlern dominiert. Ich mache Fehlpässe, er macht Fehlpässe. Es ist auch generell irgendwie ein recht ruhiges Match. Wenig Schüsse. Es sind zwar schon viele Tore. Sumahoro. Boah, Pato, oder? Ne, Muriel. Es sind zwar schon viele Tore entstanden, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das Spiel langsam, kommt mir so vor. Das geht nicht so krass hin und her. Aber vielleicht bin ich es einfach nur gewohnt von der Liga wieder, weil da ist es ja echt heftig. Schön gemacht. Snyder Longshot, aber Buffon kein Problem. Nochmal Snyder Volley. Ich will das Ding jetzt hier entscheiden. Aber sowas von. Es kommt da mit Pato. Ah, zum Glück wieder ein Fehlpass, ey. So, Snyder. Muriel, von dem sieht man gar nichts bis jetzt. Leider den Kampf da um den Ball verloren. Also ich finde Sumahoro auch in diesem Match wieder recht gut. Er hat, glaube ich, schon eine Torvorlage gemacht. So, jetzt kommt Giovinco mit einem Longshot. Zum Glück geblockt. Obwohl ich jetzt hier eine Art Pace-Team habe, pace ich mich fast gar nicht durch, merke ich. Pato läuft da. Sehr gut. Komm schon. Boah. Ah, verdammt. Schade, ey. Pato hat da gerade einen Scoop-Turn gemacht. Ich wusste gar nicht, dass 4 Sterne-Skiller Scoop-Turns machen können. Sumahoro. Ah, Buffon, ey. Ja, das ist das Problem bei der Mannschaft. Ich habe keinen einzigen Kopfballstarken. Das ist so das Einzige, was mir auffällt. Alles andere passt einigermaßen. Bin immer noch total überrascht, dass es jetzt so gut läuft mit dem Team. 3-5-2 ist nicht so mein Fall gewesen bis jetzt. Aber jetzt auf einmal läuft's. Muriel, faul. Komm, den nehmen wir mit. Jawohl, meine Lieblingsposition. Und jetzt muss Snyder das Ding reinmachen. Boah, Buffon. Ja, bei ihm ist Buffon echt ein Biest. 9 Paraden hat er, Machetti 0. Ah, schlechte Ecke.
Ey, den Freistoß hätte er machen müssen jetzt. Hätte ich machen müssen, verdammt. Aber ich glaube, bei vielen anderen Keepern wäre der Ball reingegangen. Buffon hat bei ihm jetzt echt schon einiges rausgeholt. Wieder mal ein Longshot-Versuch. Der war aber nicht so gut geschossen, aber trotzdem hat Buffon den da so rausboxen müssen. Ist nochmal gefährlich geworden. Jetzt die Ecke. Muriel kommt nicht dran, war klar. Ist ja nicht so gut im Kopfball. Sumahoro. Oh, Buffon. Ja, Buffon, Man of the Match vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Boah. Was für ein Schuss von Palacio. Aber natürlich wieder Buffon, ist klar. Ja, es läuft heute viel über Sumahoro, hey. Der ist gut. Leider wurde er auf der Xbox gepricefixed. Ich weiß noch, wo man ihn kaufen konnte für so 800 oder so. Und jetzt kostet er 5000. So, Sumahoro wieder. Pato lässt sich ein bisschen zurückfallen, warum auch immer. Ach, das war sein Pato. Nee, das war mein Pato. Naja, doch, das war meiner. Also von ihm kommt im Angriff gar nichts. Ja, bin natürlich froh drum. Ah. Jetzt Veleton gegen Chiellini. Scheiße. Ja. So leicht ist es leider in FIFA. Durchpacen, reinflanken, köpfen. Ja gut, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil ich kann das, glaube ich, hier noch entscheiden, weil er ist nicht so gut im Verteidigen, ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen. Jetzt habe ich mal totale Offensive gemacht und jetzt gebe ich mal kurz Ruhe zum Konzentrieren. Oh, nein, jetzt geht das auch noch in die Verlängerung oder was? Ja. Das ist jetzt unnötig. Nein. Ah, jetzt kriegt er einen Freistoß. Verdammt. Ja, ich habe gedacht, ich krieg das jetzt noch hin, dass ich mich mit ein bisschen Konzentration da, dass ich da nochmal ein Tor hinkrieg. Ich meine, er ist kein schlechter Spieler. Aber komisch irgendwie. Nein, 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 nein. Boah, gut. Hey, faul, faul, faul. Weg da, weg da, weg da. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt wohl unverdient. Oh mein Gott. Unentschieden und Verlängerung? Okay, sage ich nichts. Aber Sieg? Sieg für ihn jetzt? Das gibt's doch nicht. Das ist doch wohl jetzt ein Witz. Normalerweise würde ich mich aufregen, wenn es nicht so ein geiles Spiel wäre. Also es macht Spaß. Ja, aber jetzt habe ich verloren. Was ist denn das? Wie kann ich denn das Ding noch verlieren? 4:3 verliere ich das Match. Er macht in 2 Spielminuten 2 Tore und davor macht er keinen einzigen Torschuss. Naja, also was ich dazu noch sagen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung, mir fällt gerade auf, dass das Auswärtstrikot mir gar nicht mehr gefällt von mir. Ja, das ist jetzt natürlich unnötig gewesen. Ich hatte alles unter Kontrolle, es war recht einfach, meine Sachen zu machen. Und dann schießt er in den letzten 2 Minuten 2 Tore. Das ist doch ein Witz jetzt. Ja, er drückt auch nicht weiter. Das ist auch ärgerlich. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade voll perplex. Ich weiß nicht, wie ich das Ding noch verlieren konnte. 3-1 stand's doch mal kurzzeitig. Ja, ausgeschieden im Halbfinale. Was ist denn das? 9,5 Buffon. Ja, ist klar. Was hatte der für... Der hatte doch deutlich mehr Paraden. 13 Paraden. Machetti 0 Paraden. What the fuck? Was sagt die Statistik? Okay, er hat natürlich mehr Ballbesitz gehabt. Aber guckt euch mal die Schüsse an. 12 Schüsse aufs Tor. Und wie viel Paraden hat er? 13 Paraden. Muss ich mal kurz gucken. 13 Paraden und ich habe 12 Mal aufs Tor geballert. Das heißt, ja, das heißt für mich unverdienter Sieg für ihn. Aber was soll's? Mein Gott, das Match ist aus. Ich habe verloren. Es ist einfach nur ärgerlich, weil, ja, das Ding hätte ich nach Hause fahren müssen.
Aber okay, was soll ich machen? Ich habe verloren und fertig. Ich muss natürlich die Niederlage akzeptieren. Ärgerlich ist es trotzdem. So, Sumahoro hat jetzt immer noch ein Tor, schade. Wie sieht's da aus? Pato, 6 Spiele, 6 Tore. 6 Spiele, 3 Tore, Muriel. Ja, das sagt auch schon, wen ich besser finde, mit wem ich besser spielen kann. Und ansonsten ist das Team echt nicht schlecht. Nur 3-5-2 ist noch nicht so mein Fall. Aber egal, ich habe das Team gebaut, um mal ab und zu ein bisschen zu pacen. Ansonsten ist natürlich mein Hauptteam, das Buffy Cry LP Team. Das wird, übrigens wird das nur noch diese Folge so heißen. Ich finde den Namen irgendwie nicht passend und ich werde den umbenennen. Ich werde mir da was überlegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch natürlich nochmal Vorschläge machen. Wenn nicht, dann macht's keinen Vorschlag. Egal, ich werde mir auch was überlegen. Und gut, ja, die Folge neigt sich dem Ende zu. Es ist natürlich jetzt sehr blöd gelaufen, dass ich das Ding noch verloren habe. Aber was soll ich machen? Jetzt hauen die vor meinem Fenster wieder rum, wieso? Unmögliche. Okay, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, euer Haxenbayer.